Will man die Spalten- bzw. Zeilenanordnung bei einer bestehenden Tabelle im Nachhinein ändern, stehen viele Anwender vor einer schwierigen Aufgabe. Das muss nicht sein. Bei entsprechendem Wissen ist das Ganze dann fast ein Kinderspiel. Müssen Sie auf Anweisung Ihres Chefes beispielsweise die Spalte mit den anteiligen prozentualen Umsätzen der einzelnen Bundesländer, so wie hier in der eingeblendeten Abbildung gezeigt, nach der Spalte B platziert bekommen, gehen viele Anwender her und löschen die Spalte mit den Prozentangaben. Oder, was etwas einfacher ist, Sie ziehen, so wie im Beispiel gezeigt, den markierten Bereich der Spalte C hinter die Spalte E in die Zelle F2. Danach ziehen diese Anwender die markierte Spalte E mit den anteiligen Prozentangaben in den freien Bereich der Spalte C. Wiederum danach markieren diese Anwender dann die Spalte F, also die mit den Prozentangaben, und ziehen den Inhalt dieser Spalte dann auf die Zelle E2. Im Grunde genommen ist diese Vorgehensweise natürlich nicht falsch, jedoch sehr umständlich und auch unübersichtlich. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Tabelle, die Sie so bearbeiten müssen. Es ist dann eigentlich vorprogrammiert, dass Sie irgendwann die Übersicht verlieren und so unter Umständen die ganze Tabelle ruinieren. Ich zeige Ihnen nun einen wesentlich einfacheren und effizienteren Weg, diese Operation durchzuführen. Nehmen Sie deshalb die letzten drei Schritte über den Listenpfeil der Schaltfläche rückgängig zurück. Markieren Sie nun den Bereich E2 bis E6 der Spalte E. Halten Sie nun die Umschalttaste gedrückt. Zeigen Sie dann auf den oberen Rand der Markierung. Wenn der Mauszeiger die Form eines Vierfachpfeils angenommen hat, klicken Sie und ziehen Sie den Bereich an die gewünschte Position. Hier im Beispiel soll ja nach der Spalte B der Inhalt der anteiligen prozentualen einzelnen Umsätze der Bundesländer aufgeführt werden. Achten Sie deshalb auf die angezeigte Vorschau der Position für die nachfolgende Einfügung. Diese sieht im Beispiel so wie hier gezeigt aus. Diese Position ist genau zwischen der Begrenzung der Spalten B und C. Lassen Sie nun zuerst die Maustaste und danach die Umschalttaste los. Zu Übungszwecken machen Sie ruhig noch einmal dasselbe mit der Spalte der Provisionszahlungen. Verschieben Sie diese testweise hinter die Spalte mit dem Umsatz. Nachfolgend verschieben Sie die Spalte wieder in die ursprüngliche Position. Wechseln Sie zum zweiten Tabellenblatt. Hier werden wir nun keine Spaltenanordnung, sondern die Zeilenanordnung ändern. Prinzipiell gehen Sie hierfür genauso vor wie bei der Spaltenanordnung auch. Markieren Sie den Bereich, den Sie nachfolgend verschieben möchten. Hier im Beispiel die Zeile 8 mit dem Bereich A8 bis G8. Halten Sie wieder die Umschalttaste gedrückt und ziehen den Bereich an die gewünschte Position. Achten Sie wieder auf die Vorschau der Einfügeposition. Diese wird dargestellt durch eine waagrechte grüne Linie mit zwei kleinen senkrechten Linien zu Beginn und Ende der waagrechten Linie. Lassen Sie dann wieder zuerst die Maus und danach die Umschalttaste los. Ziehen Sie die gerade verschobene Zeile wieder an Ihre ursprüngliche Position zurück. Gehen Sie dabei genauso vor wie gerade gezeigt. Es gibt noch eine weitere Variante bei dieser Vorgehensweise. Halten Sie, bevor Sie den markierten Bereich, egal ob Spalte oder Zeile, zusätzlich zur Umschalttaste noch die Steuerungstaste gedrückt. Kopieren Sie den markierten Bereich in den neuen Bereich, den Sie ausgewählt haben. Dort angekommen, lassen Sie zuerst die Maus und danach die Steuerungs- und Umschalttaste los. Machen Sie zum Schluss noch ein Beispiel zu Übungszwecken. Verschieben Sie die falsch angeordnete Spalte Mai an die richtige Position in der Tabelle.
Auch hier gilt natürlich, dass wenn Sie das Ganze ein wenig üben, dass Sie umso weniger Probleme im praktischen Einsatz haben.